Hallo, wir sind frisch zurück aus den Pfingstferien. An der WWU bzw. an meiner Fakultät hatten wir tatsächlich die ganze letzte Woche frei, die ich auch wirklich sehr genossen habe, weil es geht langsam aber sicher auf die Klausuren zu. Dementsprechend, ja, war die Pause very much appreciated. Ja, diese Woche ist tatsächlich auch wieder nur eine 3-Tages-Woche, weil wir schon wieder einen Feiertag haben. Deswegen lieben wir das Sommersemester. Aber diese 3 Tage sind sowas von voll. Motivation hält sich in Grenzen. Die Uni hat natürlich ganz viel jetzt reingekloppt in diese nächsten 3 Tage, aber privat habe ich tatsächlich auch noch einige Termine. Und dann am Mittwoch, Freunde, kriege ich Besuch. Hohen Besuch, aber dazu später mehr. Genau, ich habe mich heute Morgen ziemlich krass beeilt, weil ich meine Wäsche noch aufhängen musste, weil ich die eventuell gestern Nacht in der Waschmaschine habe sitzen lassen. Für mich geht es jetzt zum Pato-Kurs. Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie schon ewig nicht mehr da war, obwohl es literally nur eine Woche, beziehungsweise jetzt ja 2 Wochen waren. Ich mache mich jetzt fertig. See you later, peeps. So many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story, don't feel pretty anymore. Ich bin zurück. Bitte entschuldigt meine Wäsche, die hier so elegant im Hintergrund chillt. Der Unitag ist soweit geschafft und ich setze mich jetzt an eine eher unbeliebtere Aufgabe. Und zwar muss ich mir jetzt mal langsam meinen Lernplan überlegen für die Klausurenphase. Und das ist tatsächlich ein Thema, was ich erfolgreich in die letzten Ecken meines Gehirns verfrachtet habe über die letzten Monate. Ich habe nicht sonderlich viel gemacht bisher. Ich habe noch keine einzige Anki-Karte angeschaut. Das Einzige, was ich jetzt in den letzten Wochen mal peu à peu gemacht habe, ist, dass ich nach und nach mal die Vorlesungsfolien mir angeguckt habe und auch Ankis erstellt habe. Aber richtig gelernt habe ich noch gar nicht. Diese Woche wird es auch noch nichts mit dem Lernen, weil sie recht busy sein wird. Daher habe ich mir vorgenommen, dann ab nächster Woche zu starten. Dann habe ich noch genau einen Monat bis zu den Klausuren. Und das muss jetzt einfach mal reichen. Ich werde nämlich dieses Semester ein neues Lernprinzip testen. Und zwar das Lernprinzip des Minimal Efforts. Nichtsdestotrotz brauche ich einen Lernplan, Leute. Weil sonst kann mein Hirn nicht funktionieren. Ich brauche einfach diese Struktur. Für andere Leute ist es vielleicht besser so in den Tag reinzuleben und sich eher, ich sag mal, Wochenziele zu setzen. Mir persönlich hilft es aber schon, einfach so, ja, so strukturiert wie möglich zu sein, zumindest während der Lernphase, weil dann kann ich schon auch irgendwo sicherstellen, dass ich das Wichtigste auf jeden Fall abgedeckt habe. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. Und Leute, ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr über eine E-Mail gefreut, beziehungsweise über eine Kooperationsanfrage. Denn dieses Video wird gesponsert von niemand anderem als Notion. Und Leute, oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Wirklich, ich kann es nicht fassen, dass Notion mich angeschrieben hat und mit mir zusammenarbeiten möchte. Ihr wisst ja, wie sehr ich diese App beziehungsweise dieses Programm liebe. Ich habe mir wirklich einen Ast abgefreut, als ich das gesehen habe. Daher an der Stelle schon mal ein riesen Dankeschön an Notion. Ich fühle mich wirklich geehrt, muss ich wirklich sagen. Jetzt aber erstmal allgemein zu Notion. Was ist das überhaupt? Notion ist eine Produktivitätsplattform. Und ich sage ganz bewusst Plattform, weil es tatsächlich mehr ist als nur eine reine App. Notion funktioniert auf allen Betriebssystemen, also egal welches Handy, welches iPad oder sonstiges Tablet oder Laptop ihr benutzt, Notion funktioniert überall. Und wenn ihr zum Beispiel auch keine Lust habt, euch eine App zu downloaden, dann funktioniert Notion auch ganz normal im Browser. Es ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, was Notion genau ist, weil ihr mit Notion literally alles machen könnt.
was das Herz begehrt. Ihr könnt euer ganzes Leben dadurch organisieren, ihr könnt To-Do-Listen erstellen, ihr könnt Kalender erstellen, ihr könnt Lernpläne erstellen, ihr könnt aber auch Zusammenfassungen schreiben und Dokumente. Ihr könnt diese Dokumente vor allem auch teilen mit anderen Notion-Nutzern, die diese dann eben auch bearbeiten können, was vor allem natürlich auch für die Uni super ist, weil man dadurch sich auch ziemlich viel Arbeit spart, wenn man das einfach zusammen nutzt. Und das Beste von allem ist, dass Notion komplett anpassbar bzw. customizable ist. Das heißt, ihr könnt eurer Kreativität wirklich komplett freien Lauf lassen und eure ganze Notion-Welt so gestalten, wie es für euch am besten passt. Außerdem ist der normale Personal Plan von Notion komplett kostenlos und für Studierende gibt es nochmal ein extra Special-Angebot. Und zwar könnt ihr, wenn ihr euch mit eurer Uni-E-Mail anmeldet, den Personal Pro Plan ebenfalls kostenlos bekommen. Falls ihr nicht studiert, kostet dieser 5 € im Monat, was, wie ich finde, auch ein komplett fairer Preis ist für die Leistung, die man eben erhält. Soviel zu Notion allgemein. Ich werde jetzt erst einmal meinen Lernplan erstellen und danach ihn euch natürlich auch zeigen. Kurz zu meiner Vorgehensweise. Falls ihr mein Physikums-Lernplan-Video gesehen habt, dann wisst ihr ungefähr schon, wie der Lernplan aussieht. Den werde ich jetzt einfach ein bisschen, ich sag mal, konvertieren, weil der Physikumslernplan natürlich schon extrem riesig war. Genau, und den so ein bisschen anpassen an meine Klausuren, die eben jetzt bald anstehen. Aber mehr dazu später, wenn ich dann auch fertig bin. Zwischenbericht. Ich habe einen leichten Anfall von Panik bekommen, weil ich glaube, dass ich das alles ein bisschen unterschätzt habe. Mein initialer Gedanke war eigentlich, dass ich gucke, dass ich irgendwie an jedem Tag vielleicht ein bisschen was von ungefähr 3 Fächern mache. Insgesamt habe ich 8. Allerdings wurde das dann irgendwie sehr schnell sehr unorganisiert, weswegen ich mich jetzt dazu entschlossen habe, mir erst einmal die größten Fächer rauszupicken. Das ist meiner Meinung nach Patho, Mibi und Pharma. Die habe ich dann einfach ganz simpel immer abwechselnd hier eingetragen. Also Patho, Mibi, Pharma, Patho, Mibi, Pharma. Sodass ich eins von den großen Fächern jeden Tag lerne. Genau, ich habe mir hier unten so eine kleine Übersicht erstellt. Habe hier einfach mal die jeweiligen Themen aufgelistet. Und die ich schon nachgearbeitet habe, da habe ich halt so ein paar Sternchen vergeben. Einfach, um es mir selber ein bisschen zu erleichtern, weil manche Themen doch recht groß sind, wie zum Beispiel Thema Entzündung. Andere Themen sind eher kleiner. Da kann man dann also auch mehrere gut an einem Tag lernen. Das gleiche habe ich natürlich auch mit den anderen Fächern hier gemacht. Genau, und dann habe ich erst einmal nur für diese 3 Fächer die Themen, so gut es geht, ja, auf die bestehenden Tage verteilt. Hier an der Seite habe ich dann auch immer meine Dates. Die habe ich dann auch immer ein bisschen abgeglichen mit meinem Stundenplan. Also an Tagen, wo ich recht viel in der Uni bin, habe ich mir natürlich weniger eingetragen, als an Tagen, wo ich zum Beispiel Wochenende habe. Genau, und jetzt werde ich mich den kleineren Fächern widmen und gucken, wie ich die auf die ganzen Tage noch verteilt bekomme. Boah, Leute, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das alles lernen soll. In 4 Wochen. Das ist schon alles echt knapp bemessen. Irgendwie überdenke ich jetzt gerade meine Strategie. Problem ist nur, ich kann es halt gerade literally nicht mehr rückgängig machen, weil ich habe nur noch diese 4 Wochen. Egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Fucking fast 3 Stunden später bin ich auch mal fertig mit meinem scheiß Lernplan. Ich mache einfach eine Bildschirmteilung, wenn ich rausfinde, wie das hier nochmal geht. Das war's nicht. Jetzt solltet ihr hier irgendwo meinen Lernplan sehen. Genau. Ja, er sieht ein bisschen voll aus, liegt daran, dass er voll ist. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal an einem Beispiel. Ups, ich muss den Titel noch ändern, sehe ich gerade. So. Alright, ich habe euch ja schon grob erklärt, wie ich das Ganze jetzt aufgebaut habe. Ich habe jetzt bei den kleinen Fächern im Prinzip dasselbe erstmal in den Grundzügen gemacht. Also ich habe hier unten wieder eine Übersicht gehabt, beziehungsweise dieselbe Übersicht, habe hier auch wieder Sternchen vergeben und so weiter.
War da aber jetzt tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, großzügiger mit dem Verteilen. Also ich habe dann teilweise auch mehrere Themen an einem Tag gemacht, einfach weil ich da nicht so den Fokus drauf legen werde und das alles ein bisschen oberflächlicher bearbeiten werde. Genau. Ich habe dann angefangen mit Klischee, weil Klischee noch so das zweite große Fach ist. Habe das, wie gesagt, auf die Tage wiederum verteilt, an denen entweder ich wenig in den anderen großen Fächern lernen muss oder an denen zum Beispiel ein Wochenendtag ist und ich somit sowieso mehr Zeit habe oder einfach wenig in der Uni stattfindet. Genau, als Klischee dann durch war, habe ich danach eben GTE gemacht, weil GTE hat tatsächlich auch sehr viele Fragen, aber GTE, glaube ich, muss ich nicht so intensiv lernen, um es zu können oder zumindest um es kreuzen zu können. Genau, und ganz zum Schluss habe ich dann noch Notfall, Radio und Reha verteilt. Das sind sehr kleine Fächer. Zum Beispiel Notfall habe ich hier so ganz zum Schluss nochmal hingepackt, weil ich da tatsächlich glaube, dass ich durch die anderen Fächer erstens auch schon relativ viel wissen werde, vor allem durch Pharma. Und weil ihr wisst, mir hat der Kurs sehr viel Spaß gemacht und ich persönlich glaube auch, dass ich daher sehr viel davon mitgenommen habe. Und mein Akku blinkt gerade. Yay, okay, ich wechsle es kurz. To be honest, ich habe keinen einzigen Puffertag, außer ganz zum Schluss habe ich einmal einen Wiederholungstag, aber obviously in einem Wiederholungstag kann man nicht alles nochmal wiederholen, deswegen ich werde schon dann irgendwie gucken, dass ich an den jeweiligen Tagen, wenn ich dann noch ein bisschen mehr Zeit habe, dann irgendwie vom Vortag oder so nochmal das wiederhole oder so, I don't know. Ich habe echt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ich werde definitiv mehr kreuzen dieses Semester. Also viel mehr auch mich mit Altfragen beschäftigen und so weiter. Und damit sind wir fertig mit dem Lernplan und können das abhaken von unserer To-Do-List. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich mich jetzt besser fühlen werde, jetzt wenn ich den Lernplan erstellt habe und weiß, okay, Esther, du hast einen Plan. Aber to be honest, verspüre ich gerade leichte Panik und Verzweiflung. Egal, ich werde das Ganze jetzt einfach weiterhin verdrängen bis nächsten Montag und bis dahin mir noch eine schöne Woche machen. That's the plan. Ja, und für diese schöne Woche muss ich jetzt tatsächlich einkaufen gehen, weil eventuell hoher Besuch vorbeikommt und der möchte natürlich verpflegt werden. Deswegen habe ich mir ja schon eine lange Einkaufsliste erstellt. Beziehungsweise so lange ist sie eigentlich noch gar nicht. Und werde jetzt mal dem Supermarkt einen Besuch abstatten. Okay, Leute, that's the situation. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie ich geschafft habe, das alles alleine zu schleppen. Und das sieht in der Kamera gerade irgendwie nicht so viel aus. Aber glaubt mir, es ist sehr viel. Diese Tasche da ist extrem groß und die ist auch noch ganz voll. So, ich mache mir jetzt ein bisschen was zu essen. Ich habe tatsächlich heute noch nicht wirklich viel anderes gegessen, außer mein Frühstück und die Waffeln, die ihr gesehen habt. War übrigens eine glorreiche Idee, zum Mittag Waffeln mit Nutella zu essen. Ja, ich habe mir gerade ein bisschen was Like Gyros mitgenommen. Ich liebe übrigens diese ganzen Like Meat Sachen. Ich finde die richtig geil. Ja, dazu habe ich noch eine Zucchini und was Tomate. Und dazu gibt es Nudeln. Das ist so richtig mein Standardessen. Immer wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll, dann mache ich das. Hallo, ja, ich bin auch endlich mal wieder da. Es ist mittlerweile schon 20 Uhr. Ich weiß echt nicht, wie die Zeit geblieben ist. Ja, ich konnte heute relativ wenig euch mitnehmen tatsächlich, einfach weil ja, wir relativ viel gemacht haben und vor allem im Skills Lab ist es immer recht schwer, überhaupt irgendwie was zu filmen, weil eben da ja auch Schauspielpatienten sind und man ja nicht einfach so Leute ins Internet stellen soll. Ja, ich hatte zuerst einmal Pol. Da haben wir heute was zu Schwermetallvergiftungen gemacht. Ja, und am Nachmittag hatten wir dann Skills Lab. Das ist tatsächlich verbunden mit dem morgigen Tag. Morgen haben wir nämlich unser zweites Visitentraining. Das erste habe ich ja, glaube ich,
Ja, doch, habe ich auch mitgefilmt vor ein paar Wochen. Das zweite Visitentraining läuft jetzt ein bisschen anders ab als das erste. Und zwar war es so, dass wir in kleineren Gruppen aufgeteilt waren. Eine Person aus der Gruppe hat dann ein ganz normales Anamnesegespräch geführt und dann die Befunde aus diesem Anamnesegespräch übergeben an eine Kommilitonin von mir, die eben nicht dabei war. Und andersrum genauso. Also eine andere Kommilitonin hat mir dann auch einen Patienten übergeben. Und genau diesen Patienten werde ich dann morgen wieder besuchen, beziehungsweise nochmal ein Anamnesegespräch führen, gucken, was sich über die Nacht verändert hat. Also das ist so ein bisschen wie so eine Art ja, Simulation, dass ich jetzt sozusagen die Ärztin bin, die den Patienten über die Nacht hinweg dann eben ja, übernimmt und dann eben am nächsten Morgen dann auch weiterführenden Behandlungen und so weiter einleitet. Genau, deswegen ist es ein bisschen anders als beim letzten Mal, wo wir ja nur diese Anamnesegespräche geführt haben. Also jetzt müssen wir eben auch reagieren auf Veränderungen, den Verlauf dokumentieren. Generell geht es jetzt vielmehr auch um diese Dokumentation und Zusammenarbeit, natürlich auch im Team. Ja, ich bin sehr gespannt, weil vor allem, weil das, was ich so jetzt erfahren habe von meiner Patientin, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, auf welchen Pfad ich da gehen soll, weil normalerweise ist es so, wenn man jetzt ein Anamnesegespräch führt, besonders jetzt bei uns im fünften Semester, dann ist es relativ schnell klar, in welche Richtung es geht. Und dann weiß man auch irgendwie so, okay, ich muss jetzt in die und die Richtung fragen. Also was die Diagnose angeht. Man hat dann recht schnell schon so eine Verdachtsdiagnose im Kopf. Und das ist jetzt bei dieser Schauspielpatientin tatsächlich nicht so. Und ich bin ein bisschen lost. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich da jetzt machen soll. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich jetzt auch diese Nacht noch etwas. Es beginnt auch schon sehr früh, 8 Uhr morgens, Leute. Ja, genau. Und heute Nachmittag war ich dann noch spontan mit Freunden in so einem riesigen Einkaufsladen. Das ist so ähnlich gewesen wie Metro tatsächlich. Und ich muss sagen, sowas finde ich immer irgendwie funny. Ich habe auch eigentlich nicht wirklich was gekauft, außer ein paar Snacks. Aber es macht einfach immer Spaß, irgendwie in solche Läden zu gehen. Und es hat dann irgendwie doch alles länger gedauert. Und jetzt gerade habe ich noch an einem Zoom-Meeting teilgenommen für eine Aktion, bei der ich nächste Woche mitmache. Aber das werde ich noch nicht verraten. Das erfahrt ihr dann nächste Woche. Beziehungsweise vielleicht auch erst übernächste Woche, je nachdem, wann ich den Vlog dann dazu hochlade. Aber ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Und jetzt gerade warte ich nur noch auf eine Freundin von mir, weil wir heute die erste Folge Princess Charming von der zweiten Staffel angucken, die, glaube ich, gestern released wurde. Hab hier auch schon ein paar Snacks vorbereitet für unseren Trash-Abend. Fridolin ist auch am Start. Ja, ich muss bald auch schon los, weil um Punkt 8 Uhr beginnt ja unser Visitentraining. Deswegen, ja, mache ich mir jetzt noch schnell was zu fooden und gucke dann mal kurz in unsere Akte rein, ob sich über die Nacht was Neues ergeben hat. Genau, und außerdem wollte ich mir noch mal ein paar Parameter angucken, weil, to be honest, was so Laborparameter angeht zum Beispiel, habe ich echt noch gar keine Ahnung. Also, ich kann keinen einzigen Wert oder irgendwas auswendig. Und weiß dementsprechend auch nie, wie es zu interpretieren ist, wenn ich irgendwelche Werte vorgesetzt bekomme. Ich bin mega müde. Heute steht echt noch einiges an. Ich habe noch einen wichtigen Termin direkt nach der Uni. Und dann, wenn ich nach Hause komme, muss ich sofort anfangen, hier irgendwie die Bude auf Vordermann zu bringen. Hallo! Ja, Leute, jetzt schaffe ich es auch endlich mal, mich zu melden. Ey, ich renne auch heute schon wieder von einem Termin zum nächsten. Hab gerade auch noch geputzt und ja, hab jetzt endlich mal eine ruhige Minute, um ein bisschen zu quatschen. Ja, irgendwie, Leute, heute ist echt nicht mein Tag. Deswegen freue ich mich umso mehr auf meinen Besuch jetzt gleich. Ich hatte euch ja bereits erklärt, wie das Visitentraining ablaufen sollte.
Turns out, irgendwie hatte ich die Aufgabe falsch verstanden. I don't know. Auf jeden Fall, long story short, mein Gespräch war echt scheiße. Also ohne Scheiß jetzt. Ich kann es gar nicht, ich kann es nicht schönreden. Es war einfach echt kacke. Ich glaube, es war so ein Mix aus zu wenig Informationen von Seiten des Skills Labs. Also mir hat tatsächlich so ein bisschen so der Arbeitsauftrag gefehlt. Dazu kam dann, dass ich infolgedessen dann irgendwie die Aufgabe falsch verstanden habe. Dann noch irgendwie auch sehr verwirrt war von dem Krankheitsbild. Also es ging tatsächlich heute bei mir weniger um das Soziale. Das, glaube ich, kriege ich eigentlich ganz gut hin in der Anamnese. Bei mir war mehr so, dass ich total eingeschossen war auf diese, ich sag mal, etwas komplexeren Krankheitsbilder, die wir so im Skills Lab bekommen. Die Schauspielpatientin hat heute eine hypertensive Krise gespielt, für alle, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen. Das bedeutet im Prinzip, dass sie einen Bluthochdruck hat und der dann eben akut entgleist ist, was sich dann vor allem eben auch durch ein sehr starkes Herzklopfen bei ihr geäußert hat. Es war dann irgendwie aber so, dass in meiner Akte, die ich ja bekommen hatte bei der Übergabe, dass da irgendwie Verdachtsdiagnose irgendwas mit Hirntumor stand oder so. Also, keine Ahnung. Und irgendwie habe ich mich dann davon so ein bisschen verleiten lassen, dass ich irgendwie nach einem größeren Hintergrund gesucht habe. Also ich bin dann, ich habe euch ja erzählt, ich habe mir eine psychiatrische Anamnese irgendwie vorgenommen. Ich habe irgendwie versucht, noch andere Hintergründe zu erfahren. Ich habe überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass es halt literally auch einfach nur ein Bluthochdruck sein kann. Vor allem hat dann eben die Tutorin auch nachher gesagt, dass ich eigentlich nur hätte fragen sollen, okay, wie war die Nacht? Ich hätte der Patientin erklären können, so, okay, so und so sind die Befunde, die Medikamente schlagen an. Eigentlich hält sie nichts mehr hier, sie können nach Hause gehen. Also ich hätte sie im Prinzip entlassen können und das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass wir das machen dürfen. Ja, also keine Ahnung. Und ja, weil das dann irgendwie alles so ein bisschen Kuddelmuddel war und ich irgendwie so am Rumtasten war, so ein bisschen so im Dunkeln, war das dann irgendwie dann alles doch nicht so geil oder so, wie es hätte sein sollen. Und irgendwie war ich dann schon sehr enttäuscht danach, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, also ich bin auch leider eine Person, die sich sehr schnell verunsichern lässt. Also ich glaube, nach außen wirkt das oftmals nicht immer so, aber nach innen bin ich tatsächlich gar nicht mal so eine unfassbar selbstsichere Person. Und wenn man dann irgendwie so einen Misserfolg hat, dann neige ich leider dazu, irgendwie alle positiven Erlebnisse und Erfolge, die ich hatte, irgendwie so zu vergessen. Und dann mir dieses eine nicht so tolle Erlebnis vorzuhalten und zu sagen, siehst du, du kannst es doch nicht, du wirst keine gute Ärztin und du hast es ganz falsch gemacht und so. Und irgendwie, oh, ich hasse das auch. Ich mag das auch gar nicht an mir. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache, weil ich merke das ja auch, dass ich es mache, aber irgendwie kann ich es nicht ändern. Und dann bin ich am Anfang dann immer schon doch irgendwie so ein bisschen einfach super enttäuscht von mir selber, weil ich dann irgendwie denke, okay, du hättest es doch besser machen können. Ist auf jeden Fall etwas, woran ich arbeiten möchte, weil es wird noch viele Situationen geben, denke ich, ja, in denen ich nicht weiß, was zu tun ist und in denen ich auch nicht immer perfekt handeln kann, weil klar, wir sind auch noch in der Ausbildung und ja, zum Lernen gehört eben auch ab und zu mal ein Misserfolg dazu, das weiß ich auch. Okay, schwamm drüber. Danach hatte ich dann noch einen Termin, also ich bin dann wirklich nur ganz schnell nach Hause gedüst, habe schnell was Mittagessen runtergeschlungen und bin dann direkt weitergefahren. Genau, und dann war ich hier, habe gerade eben jetzt geputzt, habe die ganze Bude, ja, blitzeblank. Naja, blitzeblank ist anders, aber auf jeden Fall so, dass sie sich sehen lassen kann und dass mein Besuch hier ein paar Tage überleben kann. Genau, ja, und jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin todmüde. Wir haben jetzt 3:30. Die geheimen Besucher kommen gegen 5:30, beziehungsweise der zweite Besuch um 19 Uhr. Ich überlege gerade wirklich, ob ich noch einen Nap mache, aber ich weiß, dass wenn ich vom Nap aufwache, dass ich dann wahrscheinlich noch müder bin. Ich bin hier wieder mit Mami. Und wir gehen jetzt unseren hohen Besuch abholen, den ich übrigens Endlich. noch nicht erwähnt habe in dem Video. Also Oh. es ist noch ein Secret, aber ihr könnt es vielleicht erahnen. Stoppt dieses Video jetzt und ratet. Jetzt. Jetzt. Mami said that, so please do it. Yes. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf. Nicht, dass der Besuch warten muss am Bahngleis.
Der hohe Besuch ist da. Grüße. Du bist übrigens eine Überraschung. Ich habe dich noch gar nicht angesehen. Ich habe die ganze Zeit immer nur hoher Besuch gesagt. Ach, im Vlog. Genau, wir haben die Sassel abgeholt. Später kommt eventuell noch jemand. Aber man gar nicht denken, was das jetzt sein könnte. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt noch kurz zu Maxi und holen noch ein paar Utensilien und geben der Sassel eine kurze kleine OKM-Tour. Damit die Sassel mal sieht, wo ich jeden Tag meines Lebens verbringe. Ja, wenn wir heil ankommen. Wir machen gerade Lasagne. So sieht's aus. Natürlich alles komplett vegan. Vegane Zwiebeln, vegane Karotten und veganes Hack. Und veganen Streukäse, für den ich weit gefahren bin, um ihn zu finden. Wir sind back at the Bahnhof. Déjà-vu gerade irgendwie. Sassel passt zu Hause auf die Lasagne auf, die jetzt erfolgreich im Ofen ist. So Leute, kurzes Update. Becky ist auch da, schon seit einigen Stunden jetzt. Du hast dann auch mal geschafft. Endlich. Ja, wir wollen gar nicht erst anfangen von der DB. Ja, wir haben uns einen schönen Abend gemacht. Ich bin nicht scharf. Warum bin ich nicht scharf? Ich wollte eigentlich nur kurz ein Outro drehen. Ja, es wird natürlich einen Vlog geben von Sassel, Becky, Maxi und mir während der Zeit hier in Münster. Also check it out. Das war jetzt hier nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was kommt. Ansonsten, ich hoffe wie immer, dass euch der Vlog gefallen hat. Mein Arm fällt gleich ab, deswegen bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Ciao.